Willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man 3. Wir sind in dem Kapitel Apocalypse 3 und müssen uns mit dem Typ da anlegen. Und ich erinnere mich, als ich gegen den zum ersten Mal gekämpft habe oder als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, der Kampf gegen den hat mich an meine Grenzen gebracht. Ihr seht, wie viel Leben der hat. Und ihr seht, wie wir hier schon einstecken. Der zieht nämlich auch richtig viel. Und es bringt halt nichts, den irgendwie nach oben zu ziehen. Ah, verdammt. Muss halt. Ah, ich steck schon wieder viel zu viel ein. Hä? Warum weicht der eigentlich auch nicht aus? Ihr seht, wie viel Leben der noch hat, wie viel wir haben. Ja, hä? Ich weiche aber auch gar nicht aus. Irgendwie, glaubt, der greift teilweise zu schnell an, als dass man den aus, also erstmal ausweichen könnte. So. Ihr seht unser Leben, das füllt sich übrigens nicht wieder auf. Ihr seht sein Leben, das werden wir im ersten Durchlauf auf gar keinen Fall schaffen. So. Ich probiere es jetzt einfach mal so, dass ich immer wieder da runterspringe und auf ihn einschlage, aber wir kriegen jetzt eh demnächst dann mal so eins in die Fresse, dass es war. Und dann müssen wir halt nicht das ganze Kapitel nochmal spielen, aber halt alles ab den Typen hier. So. Komm du mal hierher, lauf gegen die Wand. Und wieder nach oben, so. Verdammt, das nächste Mal machen wir es von Anfang an so. Weil das ist eigentlich eine ganz gute Variante so. Das ist eine super Variante hier, es funktioniert ja direkt. Huch! Hä? Wahrscheinlich nennt ihr Hä? Fans euch deswegen auch Apocalypse. Denn für euch ist das das Ende. Hä? Der hatte doch noch die Hälfte vom Leben. Ach so, ich verstehe richtig. Das stand auch bei den Tipps mal dran damals. Wo ich es zum ersten Mal gespielt habe, ich habe es nicht hingekriegt, musste mir dann echt ein paar Tipps holen, wie man es macht. Und da gab es also auch den Tipp: Es ist zwar wahnsinnig schwer, das zu schaffen, aber wenn man es schafft, ihn ins Wasser zu schmeißen, ist er sofort tot. Und jetzt zickt die Framerate gerade irgendwie rum. Ist er sofort tot. Und das haben wir jetzt, glaube ich, gerade geschafft. Okay, tatsächlich beim ersten Versuch geschafft. Ich bin selber mehr als erstaunt. Und irgendwie stimmt heute so einiges nicht bei der Aufnahme. Ich habe schon drei Spiele heute versucht zu Let's Playen und immer hat die Framerate rumgespackt. Was ist mit meinem PC los? Ja, ich glaube, da muss ich kurz Pause machen und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Let's Play Spider-Man 3. Ach Quatsch, wieso denn willkommen zurück? Wir sind ja mitten in der Folge, fällt mir gerade so ein. Es gab gerade kleine Probleme mit der Framerate, aber ich musste jetzt alles nochmal Spiel beenden und so weiter. Und wem jagen wir hier eigentlich schon wieder hinterher? Ich glaube, dem Truck da vorne. Oder was heißt, Truck ist vielleicht übertrieben. Nein, fast. Mist, schnell kümmert euch drum. Keine Hallöchen. Anhalter. So, das warst du. Dann halten wir auch mal noch deinen Freund auf. Wir haben es ja in dieser Folge unfassbarerweise geschafft, beim ersten Versuch diesen Apocalypse-Boss fertig zu machen. Das waren auch noch mal ein paar Apocalypse-Typen. Dann gucken wir uns mal um, was die nächste Mission wäre, die wir uns so anschauen, nein, könnten. Wir haben Wurf 1, aber ich würde es mal keine neue anfangen, solange wir noch alte machen können. Was ist das hier? Arsen Candy 1. Die Echse 2. Machen wir doch einfach mal bei die Echse weiter. Da haben wir schon den ersten Teil gespielt, wo wir dieses komische Vieh fotografieren mussten. Aber keine Angst, die Mission gehört, wie erwähnt, schon zu meinen Lieblingsmissionen in diesem Spiel. Oder ist eigentlich meine Lieblingsmission. Weil die wird auch noch richtig interessant. Coole Story. So. Gehen wir doch da mal direkt hin. Lalala. Das Apocalypse geht übrigens noch weiter. Also das war jetzt nicht nur. Oh, da scheint irgendwas zu rennen. Wenn wir schon hier sind. Hä? Wo ist denn der? Hä? Was ist das? Beziehungsweise wer ist das und wie kommt der da rein? Ist da irgendwie eine Seitengasse? Das
Gibt's doch nicht. Okay, das checke ich gerade nicht, wie man da hinkommt. Ist auch egal. Wenn wir hier jeden Verbrecher fangen wollen, dann wird das längste Let's Play, das wir bisher hier gemacht haben. Wir gehen einfach mal weiter Richtung die Exit 2. Das ist der Upper West Side. Cool. Sprint mal eben das Gebäude hoch. Was ich übrigens in dem Let's Play nicht so machen werde, was es hier auch gibt, sind zahlreiche, entweder so schnell wie, also Rennen im Prinzip, dass man so schnell wie möglich von einem Ort zum anderen muss. Und es gibt auch so falsche Missionen, da fällt man von ganz weit oben runter. Ist so ähnlich wie bei GTA 5, halt bloß lang nicht so ausgeklügelt. Aber ich glaube, das werde ich lassen, weil die gehören nicht zur Story und ich, ja, dann finde ich das immer ein bisschen nutzlos. Gleich sind wir da. Wo müssen wir denn hin? Ah. Hier hoch eventuell? Nein, da runter. Hä? Ah, hier unten. So. Die Exit 2, los geht's. Dr. Connors, sind Sie da? Geht's Ihnen gut? Oha. Zurück, Peter. Dr. Connors, ich muss ihn einfangen und herausfinden, was zum Teufel hier los ist. Ja, wir haben ja noch miterlebt, wie sich der gute Dr. Connors im ersten Teil dieses Wiederherstellungsserum gespritzt hat, um eigentlich seinen Arm zu heilen, aber ihr seht, das ist leicht schief gegangen. Was mir nicht so ganz klar ist, war mir auch beim ersten Mal noch nicht so ganz klar, warum dann hier jetzt auf einmal 1000 Echsen sind, wenn er sich da so verändert hat. Naja. Wir dürfen uns jetzt also in den Kapiteln immer großteils mit Echsen prügeln. Die sind ganz süß. So, zack, zack, zack. Nein, komm. Na, die blocken auch ganz gern mal. Aber natürlich ist das total sinnlos gegen Mr. Spider-Man. Zack. Die hat noch nicht genug. Jetzt schon. Ne, ich dachte gerade, da lebt noch eine, aber das ist nicht so. Ja, das ist mal wieder im, vielleicht nicht direkt im U-Bahn-Netz, aber zumindest im Untergrund London. So, wir müssen wahrscheinlich dann nach unten. Juhu! So, weiter unten. Oh! Was macht denn der Typ hier unten eigentlich? Jo. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen und dem helfen. Wobei ich befürchte, dem kann man nicht mehr arg helfen. Moinsen, dem kann mir aber noch helfen. So, wow, da in das Wasser will ich lieber nicht rein. So, wo ist jetzt die andere hin? Verdammt, der ist weg mit seinem menschlichen Freund. Können wir also doch nicht mehr helfen. Zu schade. So, ich würde sagen, wir schwingen uns mal hier den Kanal entlang. Ja, oder in den Kanal rein, je nachdem. Oh je. Wow. Wundert mich immer wieder, wenn ich sowas aufs erste Mal schaffe. Oh, jetzt kommen die hübschen Kokons. Denn diese, sorry, Jungs. Es ist wohl nicht leicht, grün zu sein. Denn diese netten Echsen, die schlüpfen aus Kokons, ob man es glaubt oder nicht, und zwar aus den riesen Dingern da oben. Die müssen wir auch jetzt gleich mal als erstes zerstören. Ansonsten schlüpfen da durchgehend neue. Dann ist unsere ganze Arbeit hier für die Katz. Nein. Jetzt. Nein, hä? Ich springe da immer dran vorbei.
Aber dann kümmern wir uns halt um die ersten, die Echsen da unten, um die, die schon hier sind. So, komm. Wir sollten halt nicht in das Wasser da reinfallen, weil ihr seht, das ist leicht elektrisiert und das, wenn man so Strom in Wasser, das tut weh. Ich weiß nicht, ob ihr das schon ausprobiert habt. Wenn nicht, dann macht's auch nicht. So, wie viel sind denn da noch? Oh Gottes Willen, wie viel sind denn das? So schlimm. Eine regelrechte Plage. Habe ich die Kokons jetzt schon zerstört oder nicht? Ja, die habe ich schon zerstört, okay. Wah, raus aus dem Wasser. So, du auch noch. Da ist noch einer. Oh, und hinter uns auch. So, das ist die letzte, glaube ich. Ich will raus aus dem Wasser, verdammt. So. Oh, und das scheint mir so das Herz zu sein hier unten. Gerade das finde ich aber wirklich cool an der Geschichte von die Echse. Ich finde, das sieht echt geil aus hier mit dem... Ja, mit dem ganzen Schleim, mit den Kokons und mit diesem riesen Ding hier, mit dem Herz da oder was das sein soll. Finde ich cool gemacht. So, müssen wir die Lampen da zerstören. Anscheinend. Ah, verstehe. Oh, noch eine? Oder wie? Ah ja. Spring, spring, spring! Ich sagte spring. Na egal. So. Tja, ein Rückschlag für die Menschen-Echsen-Beziehungen. Absolut. Oh, falsche Richtung könnte es sein. Jawohl, das kann sein. So, weiter geht's. Ah, schön. Schwingen wir uns doch einfach mal hier durch. Hier sieht's ja auch sehr einladend aus. Und jetzt? Müssen wir... Da sind viele Kokons. Müssen wir wahrscheinlich in die Richtung. Aber ich gehe jetzt erstmal da lang. Okay, hier scheint nichts Besonderes zu sein, oder? Geht's da rein? Nee, nicht wirklich. Hier scheint bloß irgendein Versammlungsort zu sein oder was auch immer. Dann halt den guten alten Weg hier entlang. Es scheint mir ein wenig fortgeschritteneres Exemplar zu sein. Hilft ihm aber auch nichts. Der kriegt genauso aufs Maul wie alle anderen. Zack, Moinsen, zack, zack. Und irgendwas, ich wollte gerade sagen, schießt auf uns, aber da spuckt eher was auf uns. Hey! Das ist aber unfair. So. So, wo ist jetzt noch was? Ach du Scheiße. Da ist nicht nur eins. Ah, jetzt sind wir bei den vielen Kokons. Cool. Aber zuerst mal wieder die lebenden Echsen, glaube ich. So, nein. Jawohl. Du auch noch. Anders alle. Jawohl. Na, da hinten ist noch eine, aber dann nehmen wir jetzt erstmal den Dingern hier an. Upsala. Und hopp. So, welche haben wir noch nicht? Oh, es sind noch einige. Zack. Nein, das war zu weit weg. Eins. So, und dann noch. Das ist der letzte da oben, oder? Jawohl. So. Nein, da ist noch einer. So, jetzt aber haben wir die alle. Jawohl, dann... Oh, da ist noch eine Echse. Moinsen. Na, wie geht's hier unten?
Oh, die ist schon K.O. Ah, schön. Wow. Huch. Wo kam der denn her? Naja. Wo der herkam, kann ich euch sagen, der stand hier hinten. Wo wir hingehen, das kann ich euch noch nicht sagen. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Super Überleitung, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.